Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich ist es bei mir angekommen, das Oppo Find X3 Pro. Ich habe lange warten müssen, aber vielleicht auch aus einem guten Grund. Denn das wird nicht nur ein normales Unboxing und Ersteindruckvideo von mir. Das bekommt ihr natürlich in diesem Video auch. Aber ihr könnt Fragen stellen. Fragen unten in die Kommentare stellen. Für wen es beantwortet eure Fragen in einem extra Video. Der Peter von Oppo, es ist der Pressesprecher von Oppo. Er beantwortet eure Fragen. Ich darf ihn mit euren Fragen löchern. Schreibt alles, was ihr wissen wollt, unten gerne in die Kommentare, wie gesagt. Jetzt schauen wir uns das Find X3 Pro aber mal gemeinsam an. Ich packe es heute aus und schildere wie gewohnt meine ersten Eindrücke. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Das letzte im Bunde von der Find X3 Serie ist das Highlight, das Find X3 Pro. Und ihr merkt, ich freue mich total auf dieses Gerät, aber natürlich auch auf das kommende, ja demnächst, ich kann noch nicht genau sagen, wann kommende Video mit Peter von Oppo. Ich darf ihm eure Fragen stellen. Vielleicht klappt es sogar, dass ich nach Düsseldorf fahren kann, je nach Lage, je nach Corona-Lage. Aber da schauen wir einfach mal. Ja, hier die Packung Find X3 Pro. Man kennt sie auch vom Find X3 Neo und Find X3 Lite. Die Videos findet ihr hier oben im i oder unten in der Videobeschreibung. Schaut da auch gerne vorbei. Auch tolle Geräte. Aber das ist natürlich das Highlight-Gerät von Oppo, das Find X3 Pro. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich hatte auch das Find X2 Pro im letzten Jahr und deswegen freue ich mich jetzt schon riesig darauf. Und wir packen es jetzt aus. Genug der Vorrede. Wir schneiden hier die Siegel auf und schauen, welche Farbe wir bekommen haben. Es gibt drei verschiedene Farben: Schwarz, Blau und Weiß. Also Blau und Weiß sind ja meine Favoriten. Ich bin gespannt, welches ich bekommen habe. Die Verpackung legen wir wie immer hier oben in die Ecke. Hier oben auf, wie gewohnt, der Papiertray, auch wieder ein bisschen hochwertiger gehalten. Das finde ich sehr, sehr schön. So ein bisschen mit Struktur. Und jetzt schauen wir, was hier dabei ist. Und ja, jetzt könnt ihr schon erahnen, welche Farbe das Smartphone hat, weil die Hülle ist schon in der Farbe des Smartphones. Aber wir holen erstmal das Simecheck-Tool hier raus und legen es auf Seite. Ja, wie gesagt, hier die Silikonschutzhülle in blau gehalten, also dürfte das Gerät auch blau sein. Gefällt mir, dass Oppo hingeht und keine, ja, Klarsicht-Silikonschutzhülle hier reinlegt, sondern hier in der, ja, Smartphone-Farbe. Da finde ich wirklich eine sehr gute Idee. Und ihr seht auch, hier ist der Kamerabump geschützt. Nur die Sensoren sind frei, das finde ich ganz gut. Das machen sie auch zum Beispiel in der A-Serie. Da habe ich auch Videos gemacht über die A-Serie. Schaut mal unten in der Videobeschreibung oder auch vielleicht im i mal schauen, wo ich es noch hinbekomme. Ja, des Weiteren haben wir hier eine Oppo-Visitenkarte. Das ist mir jetzt neu, das ist nur beim Pro so. Und hier nochmal ein bisschen die Warranty-Card, haben sie in Visitenkarte-Style gemacht. Finde ich ganz cool, bei dem Pro-Modell ein bisschen sich abzusetzen von dem Neo und von dem Lite. Natürlich hier noch User Guide, aber ich denke, das brauchen wir nicht. Das legen wir jetzt alles auf Seite und hier liegt schon das Gerät. Und wir wissen die Farbe ja schon, jawohl, es ist blau. Ich lege es erstmal auf Seite und wir schauen, was an Zubehör noch dabei ist. Selbstverständlich das Lade- und Datenkabel hier von Oppo, USB-C auf USB-A. Das ist ja Standard mittlerweile überall, das ist kein Problem. Und dann haben wir hier den riesigen, ja, Netz, das riesige Netzteil, 65 Watt haben wir hier, SuperVOOC 2.0 Technologie. Von 0 auf 100 ladet ihr den 4500 mAh starken Akku in 35 Minuten auf. Wirklich eine gute Ansage, da ist Oppo im Spitzenfeld vertreten. Des Weiteren könnt ihr euer Oppo Find X3 Pro mit 30 Watt Wireless Charging, Oppo nennt es AirVOOC, laden. Das ist auch sehr, sehr schön. Das war beim Oppo Find X2 Pro noch nicht eingebaut. Hier jetzt Wireless Charging auch vorhanden. Ja, hier unten sind noch Kopfhörer. Die legt Oppo immer dabei. USB-C
Klinkenanschluss. Also der Klinkenanschluss ist beim High-End-Modell weggefallen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Für mich zumindest nicht. Diese Kopfhörer, die USB-C-Kopfhörer, nutze ich jetzt sowieso nicht. Und wenn kein Klinkenanschluss dabei ist, nutze ich halt Bluetooth-Kopfhörer. Ja, legen wir auch auf Seite und dann ist die Packung leer und jetzt holen wir es raus. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich bin zwar nicht der Erste, der es auspacken darf, aber trotzdem, ich habe lang gewartet und habe die Kontakte lang genervt, bis ich dann endlich jetzt das Oppo Find X3 Pro in der Hand habe. Ja, hier wurde viel drüber schon gesprochen. Die Kamera, der Kamerabump ist im Glas mit eingearbeitet. Das Glas steigt so ein bisschen. Es waren jede Menge, ich weiß es nicht mehr, wie viel genau Arbeitsschritte nötig sind, aber es sind jede Menge Arbeitsschritte nötig, das so hinzubekommen, dass der Kamerabump hier in der Rückseite quasi integriert ist. Sieht gut aus. Zu den Kameras kommen wir natürlich später. Mir gefällt das Design sehr, sehr gut. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Es ist mattes Glas auf der Rückseite, gefällt mir gut. Fingerabdrücke hier seht ihr überhaupt nicht, aber zur Rückseite, wie gesagt, kommen wir dann gleich wieder. Der Rahmen aus Metall, er ist hochglänzend gehalten. Das ist Geschmackssache. Das ist mir bei mir wiederum jetzt eher, mag ich matt, aber es ist schon okay. Es gibt Schlimmeres. Ja, hier auf der guten Höhe wieder der Powerbutton, der auch grün abgesetzt ist. Antennenstreifen sehen wir hier. Hier oben noch ein Mikrofon. Auf der linken Seite, wie üblich bei Oppo, gegenüber des Powerbuttons hier die Lauter- und Leiser-Taste, die auch wieder sehr gut verarbeitet sind. Da kann man gar nichts sagen, das ist wirklich sehr toll. Auf der Unterseite der SIM-Schacht, da pieksen wir natürlich jetzt gleich mal rein und schauen, was Oppo hier anbietet. Aber das dürfte, jawohl, keine Möglichkeit der Speichererweiterung. Ihr habt Dual-SIM, ihr habt einen Schacht für 5G-SIM-Karte und einen Schacht für 4G-SIM-Karte. Leider keine Dual-SIM 5G, aber mein Gott, ich sag, wer so ein Smartphone braucht, der muss halt gezielt schauen. Das ist noch nicht unbedingt überall Standard. Ein weiteres Mikrofon, ein USB-C 3.1 Port, auch der schnellste, den es zurzeit gibt, und einer von zwei Lautsprechern. Der zweite Lautsprecher ist nicht hier oben, wie jetzt bei Xiaomi zum Beispiel verbaut, sondern in der Hörmuschel. Die sollen sich aber durchaus richtig gut anhören. Ja, jetzt sind wir auf der Front und da machen wir aber erst die Maße des Geräts. Wir haben hier 74 mm auf 163,6 mm und es ist 8,26 mm dünn. Oppo macht seine Smartphones richtig schön dünn. Ich finde das super. 193 Gramm, gerade noch so okay, finde ich. Das ist, liegt gut in der Hand. Das ist wirklich ein sehr schönes Handgefühl. Ihr habt das Gerät mit einer IP68-Zertifizierung, also geschützt gegen Eindringen von Wasser und Staub. Auf der Front, wir schalten es mal ein, ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit einer QHD-Auflösung, QHD Plus 1440 x 3216 Pixel, 525 ppi, 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Hier schön Find X, das ist auch exklusiv hier beim Pro-Modell, sah wirklich sehr, sehr cool aus. Wo war ich? 10-Bit Farbtiefe, Gorilla Glass 5 geschützt, 20,1 zu 9, ein bisschen abgeändertes Format, und hier oben, links oben, eine kleine Punchhole. Ihr habt rechts und links eine kleine Curve und dadurch ganz dünne Displayränder, auch unten und oben. Ihr seht, es ist wirklich, ja, es ist gleich, also da sehe ich kaum Unterschiede, doch das Kinn ist ein wenig breiter wie oben, aber wirklich sehr, sehr schön. Ja, hier oben in der Punchhole haben wir eine 32 Megapixel Sony IMX 615 verbaut mit einer Blende von f2.4. Damit ist natürlich die Gesichtserkennung möglich, das ist ganz klar. Videos mit der Frontkamera sind leider nur in Full HD 30 FPS möglich. Finde ich ein bisschen schade für ein High-End-Smartphone. Aber ich würde sagen, die Qualität reicht natürlich aus für Instagram und Social Media im Allgemeinen. Ja, schade, dass da nicht alle Hersteller auf 4K setzen. Das wäre noch das i-Tüpfelchen bei dem Find X3 Pro. Und ich versuche euch direkt jetzt auch wieder Fotos einzublenden. Da schaut ihr mal, könnt ja gerne auch unten zu den Fragen natürlich auch noch
Kommentare schreiben, wie euch das Video gefällt, und abonniert, wenn ihr das erste Mal dabei seid, natürlich auch sehr, sehr gerne den Kanal. Ja, bei Kameras, und dann gehe ich auf die Rückseite. Hier haben wir 4 Kamerasensoren verbaut und da geht Oppo auch in die Vollen. Wir haben eine 50 Megapixel Sony IMX 766 Sensor. Der ist entwickelt von Sony und Oppo zusammen. Der Sensor hat eine Blende von f1.8. Der zweite Sensor ist der gleiche, auch der Sony IMX 766 mit 50 Megapixel Ultraweitwinkelsensor, 110 Grad Ultraweitwinkel mit einer Blende von f2.2. Der dritte Sensor ist ein 13 Megapixel Telesensor. Es ist ein Samsung S5K3 M5 mit einer Blende von f2.4. Und jetzt der letzte Sensor, das ist doch ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Jahr bisher zumindest von Oppo im Smartphone-Markt. Es ist ein 3 Megapixel Mikroskopsensor, also kein Makrosensor, sondern ein Mikroskopsensor mit einer Blende von f3.0. Da könnt ihr ganz nah an Objekte rangehen und wirklich wie ein Mikroskop fast. Er wird Mikroskopsensor genannt, aber ihr könnt wirklich sehr, sehr tief in die Struktur des Objektes reingehen. Und wie gesagt, ich versuche euch hier gleich ein paar Bilder einzublenden. Und ich denke, es ist was, was kein anderer Hersteller bisher hat. Man muss einfach schauen, ob man Mikroskopfotos mag und damit was anfangen kann. Es ist genau wie bei Makro. Ich werde mal sehen, ob ich damit was anfangen kann. Das seht ihr jetzt auch bestimmt an den Fotos. Ja, die Kamera kann 4K 60 FPS Videos aufnehmen mit der Oppo-typischen Ultra-Video-Stabilisierung. Das sieht wirklich sehr, sehr gut immer aus. Natürlich habt ihr auch eine optische Bildstabilisierung bei Fotos, elektronische Bildstabilisierung natürlich auch dabei. HDR, Super RAW-Format könnt ihr die Fotos abspeichern. Ihr habt einen zweifach optischen Zoom, einen fünffach Hybrid-Zoom und einen 20-fach Digital-Zoom. Und die Videos, das hätte ich beinahe vergessen, werden mit der 10-Bit-KI-Technik nochmal verbessert. Da bin ich wirklich gespannt drauf und da hat auch Oppo ganz kräftig die Werbetrommel gerührt. Ja, softwareseitig sind wir natürlich bei Android 11 und drüber legt Oppo ihr ColorOS in Version 11.2. Ich richte das Gerät jetzt mal ganz schnell ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und hier sind wir jetzt in der Oberfläche. Willkommen bei ColorOS. Wir gehen die ersten Schritte durch. Ihr seht, wir kommen direkt in die Oberfläche. Wir machen das Gerät mal noch ein bisschen heller, damit ihr auch schön erkennen könnt, zum Beispiel hier nochmal die Displayränder, die könnt ihr wirklich sehr schön erkennen, dass die sehr, sehr gut und sehr, sehr schön dünn sind vor allem. Ja, der Fingerabdrucksensor habe ich auch eingerichtet, den probieren wir jetzt mal aus. Jawohl, hier gewohnt schnell bei einem High-End-Smartphone, da geht keiner der Hersteller gibt sich da die Blöße, bei seinem High-End-Modell irgendwie da schlechte Fingerabdrucksensoren einzubauen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, und High-End ist natürlich auch angesagt bei der Hardware. Wir haben hier den Snapdragon 888, den Octa-Core mit 2,84 GHz. Unterstützt wird das Ganze von einer Adreno 660 Grafikeinheit. Und auch bei RAM und ROM gibt Oppo alles. 12 GB LPDDR5 RAM und 256 GB UFS 3.1 ROM. Das Ganze ergibt AnTuTu Benchmark-Punkte von 867.098. Ja, natürlich kann das Gerät 5G, das ist ganz klar, LTE, Bluetooth 5.2, NFC, WLAN 2,4 und 5 GHz, Wi-Fi 6 und wie angesprochen 65 Watt SuperVOOC 2.0, 30 Watt AirVOOC Wireless Charging und bei dem 4500 mAh starken Akku. Ja, also ich bin begeistert und freue mich auf den Test und freue mich auch auf eure Fragen, die wir dann Peter, dem Pressechef von Oppo, stellen können. Da bitte fragt, was ihr wollt, alles unten rein. Ich nehme alle Fragen mit und dann schauen wir, was wir draus machen. Dafür gibt es ein extra Video und auch natürlich könnt ihr auch auf Social Media eure Fragen stellen. Hier unten blende ich euch was ein auf Twitter, auf Instagram. Folgt Flashbox
und dann könnt ihr auch da eure Fragen stellen. Da freue ich mich dann auch und könnt natürlich auch, wenn ihr das wollt, gleich folgen. Ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein für das Video über das Oppo Find X3 Pro. Ich freue mich auf den Test und jetzt bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!